Ja, hallo und Servus zusammen zur ersten Ausgabe vom Oberkommando, meinem Format für Strategie, Taktik und so weiter. Und wir spielen Civilization 5. Ja, war ja schon fast abzusehen nach meinem ersten Einblick über genau dieses Spiel. Vorhin etwas schief gelaufen. Ich hatte eigentlich schon so ein paar Folgen aufgenommen. Dann ist irgendwas ja mit meinem Renderprogramm und ja mit dem Aufnahmeprogramm schief gelaufen. Tja, und jetzt mache ich das nochmal. Und es wurmt mich wirklich ziemlich, weil ich eine verdammt coole Startposition hatte. Und ja, wie ich mein Glück kenne, wird die jetzt nur noch halb so gut sein. Aber egal. dann schauen wir jetzt mal ins Spiel. Okay, zumindest die Einstellungen sind noch da. Also ich werde mit Brasilien spielen. Brasilien hat eben diese Sondereigenschaft Karneval. Das heißt, in goldenen Zeitaltern, die dann im Spiel Karneval heißen, wird die Tourismusproduktion verdoppelt. Außerdem haben wir dann mehr große Künstler, Musiker und Schriftsteller. Und das Tolle ist, wenn man einen großen Künstler hat, glaube ich, kann man wiederum ein goldenes Zeitalter ausrufen. Und wenn man die sich aufspart, ja, dann feiern die Brasilianer quasi ununterbrochen Karneval. Ja, das ist doch schön. Ich werde auf jeden Fall versuchen, hier einen Kultursieg einzufahren. Dann spiele ich Kartentyp Kontinente Plus. Dazu Kartengröße Standard, also 8 Spieler mit 16 Stadtstaaten, Schwierigkeitsgrad König. Das ist 1 über Prinz, also 1 über Normal. Die KI hat also leichte Boni. Und wir spielen auf schnell, ja, damit wir da auch rechtzeitig durchkommen. Brasilien hat auch noch die Spezialeinheit Pracinha oder Pracinha, wie man das auch immer ausspricht, und das Brasilholzlager. Was die können, zeige ich euch aber gleich. So, und jetzt gehen wir mal ins Spiel und lauschen, was uns der Erzähler denn zu Brasilien zu erzählen hat. Viel Spaß! Hoch lebe der angesehene und großmütige Kaiser Peter II. Von Brasilien. Mit großer Einsicht und unerschütterlicher Würde habt ihr das Kaiserreich Brasilien mehr als 50 Jahre lang regiert und in eine Zeit des anhaltenden Friedens und Wohlstands geführt. Euer Ruf als harter, aber gerechter Herrscher stand stets außer Zweifel, da eure unerschütterliche Hingabe an das brasilianische Volk ihm Hoffnung gab und die Stellung des Kaiserreichs in Südamerika festigte. Eure wissenschaftlichen Bestrebungen und eure standhafte Verteidigung der Redefreiheit ermöglichten die Gründung verschiedener Institutionen für höhere Bildung, was zu einer Stärkung der nationalen Identität Brasiliens führte. Verehrter Kaiser Peter, euer Volk sehnt sich nach einer Rückkehr in die friedlichen Tage, als ihr unter ihm verweilt, seinen Geschichten zugehört und ihm eine strahlende Zukunft zugesichert habt. Werdet ihr euer Reich erneut dem Wohlstand entgegenführen? Könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Ja, können wir das? Das ist die große Frage. Ich hoffe schon. Genau. Also wie gesagt, wir haben diese Spezialfähigkeit mit Brasilien Karneval und wir haben diese Einheiten. Das ist einmal der Pracinha. Das ist quasi ein Infanterist, den speziell nur Brasilien hat. Das Besondere an diesem Infanteristen ist, dass er eben goldene Zeitalterpunkte sammelt, indem er Gegner killt. Das heißt, man kann umso mehr Karneval feiern, je mehr Gegner man erschießt. Macht natürlich total Sinn. Dann haben wir noch das Brasilholzlager, das können wir auf Dschungelfeldern errichten. Und dann bekommen wir dadurch eben Gold sowie ab der Akustik zusätzliche Kultur. Damit kann man also Dschungelfelder sehr, sehr wertvoll machen. Dschungelfelder sind ohnehin wertvoll, wenn man Universitäten in Städten hat, dann bekommt man dadurch nämlich zusätzliche Forschung und das macht es eben nochmal attraktiver. Das heißt, wir sollten unsere Städte immer schön in der Nähe von Dschungel gründen. So, wir beginnen jetzt unsere Reise und wie ich es geahnt hatte, ist unsere Startposition nur halb so schön wie beim letzten Mal. Immerhin haben wir hier in der Nähe Dschungel. Meine letzte Startposition müsst ihr euch so ungefähr vorstellen. Also ich hatte in der Nähe zwei Luxusressourcen, eigentlich ähnlich wie hier. Ich hatte auch Stein, aber das hier, wobei wir haben sogar Grasland. Also passt schon, ich dachte jetzt kurzzeitig, dass hier wären Ebenen und kein Grasland, weil hier das Texture Pack wohl ein bisschen heller aussieht. Aber nein, okay, dann beklage ich mich gar nicht.
Okay, ich habe einen Grund, mich zu beklagen. Ich muss jetzt meinen Siedler erst ein bisschen zum Dschungel bewegen. Das musste ich vorhin nicht, ja. Okay, laufen wir erstmal hier hin. Gut. Na gut, hier drüben hätten wir auch Dschungel, glaube ich. Was machen wir da jetzt? Soll ich hier gründen? Jo, ich glaube, ich gründe hier. Da haben wir dann genug Dschungelfelder in der Nähe. Haben hier Grasland, Steine, Seide, Baumwolle. Also zwei Luxusressourcen, die uns dann zusätzliche Zufriedenheit bringen. Und hier oben Stein für zusätzliche Produktion. Ja, wäre schön, wenn man noch den ein oder anderen Hügel in der Nähe hätte. Aber ja gut, man kann nicht alles haben, ne? Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Und gründen dann eben hier unser Städtchen. Rio de Janeiro. So, mit unserem Krieger. Ah ja, okay. Hier scheint schon das Ende vom Kontinent zu sein. Das ist nicht schlecht. Dann schauen wir mal in die Stadt rein. Wir stellen hier erstmal auf Nahrung. Also ich werde mit Brasilien auf Tradition spielen, also eine kleinere Zivilisation mit, ja, sagen wir, 4 Städten errichten. Tradition sollte man, also die Sozialpolitik, Tradition oder diesen Zweig, sollte man, so habe ich zumindest mal im Tutorial gelesen, am besten so spielen, dass man eine Stadt, am besten die Hauptstadt, ja, aufpumpt. Das heißt, wirklich auf Wachstum trimmt, so dass die Stadt am Ende des Spiels, ja, sag ich mal, ja, mindestens die Größe 40 hat und von den anderen Städten dann auch ständig mit Nahrung versorgt wird und so weiter. Und die anderen Städte, die liegen dann so bei 10 bis 15. Wenn man genug Zufriedenheit überschüssig hat, kann man die natürlich auch noch weiter wachsen lassen. Aber Hauptsache, die Hauptstadt ist erstmal so richtig schön groß. Jo, ich würde sagen, das passt hier erstmal. Den können wir hier lassen. Und produzieren tun wir jetzt hier erstmal einen Speer, um, ja, einfach drumherum, wenn wir irgendwelche Ruinen haben, uns die gleich einzuverleiben. Okay, dann wählen wir noch eine Forschung. Da würde ich sagen, dass wir erstmal auf Keramik gehen, dann können wir einen Schrein bauen. Ich hätte nämlich wirklich sehr, sehr gerne ein Pantheon, und zwar dann noch dieses Dschungel-Pantheon. Da gibt es nämlich eins, und das macht dann natürlich den Dschungel noch viel wertvoller. Und danach würde ich gerne die hängenden Gärten bauen. Ganz einfach, das ist das Weltwunder, das durch Tradition freigeschaltet wird und gibt dann einfach nochmal zusätzlich Nahrung in der Stadt, in der man es baut. Und ich werde es natürlich in der Hauptstadt bauen. Also gehe ich erst auf Keramik, dann auf Mathematik. So, und wir gehen in die nächste Runde. Ja, mit dem schauen wir mal hier. Oh, hier ist noch mehr Dschungel. Das ist schön. Und nächste Runde. Na gut, hier haben wir noch eine Luxusressource, Zitronen. Hier haben wir dann eine Nahrungsressource, Bananen, die Schafe. Ja, ich denke, auch die könnten wir noch durch unsere... wir noch quasi in den Kulturkreis unserer Hauptstadt bekommen. So. Gut, hier hört dann der Dschungel schon auf. Schade eigentlich. Und wieder nächste Runde. Jetzt haben wir dann unseren Speer. Und wir haben hier unten eine Ruine entdeckt. Das ist sehr schön. Und mit dem Speer, ja, gehen wir mal ein bisschen nach rechts. Und hier, ja, würde ich jetzt gerne ein Monument errichten, damit wir zusätzliche Kultur bekommen. Oh, wir haben fortschrittliche Waffen bekommen. Das heißt, unsere Einheit wurde quasi umsonst upgradet und müsste jetzt ein Speerkämpfer sein. Genau, richtig. Das heißt, wir haben jetzt schon ziemlich früh im Spiel einen Speerkämpfer. Das heißt, wir haben
militärisch schon mal ein Vorteil, das ist natürlich besonders gegen Barbaren nützlich. Aha, so, wir haben hier. Gut. Also wir haben wirklich genug Dschungel in unserer Gegend. Das ist super. Jetzt ist Rio um einen Bürger oder einen Bevölkerungspunkt gewachsen. Das Programm möchte den jetzt hier hinsetzen. Ja, ich setze jetzt mal hier drauf. Das Feld gibt einfach, ja, gibt zwar nur ein zusätzliches Nahrungs- oder macht das viel Unterschied? Also im Moment 16 bis neuer Bürger, hier 8. Ja, dann lassen wir den doch mal vorerst hier oben, damit die Stadt noch schneller wächst. Das Feld können wir dann gerne als nächstes besetzen. Ja, wir haben hier schon Barbaren entdeckt. Und hier unten ist dann Wüste. Gut, und hier ist Salz. Also Salzressourcen sind super. Also die geben, wenn man sie bewirtschaftet, noch plus 1 Nahrung, plus 1 Gold und 4 Zufriedenheit. Also Salz ist eine sehr, sehr wertvolle Ressource. Deshalb sollten wir gucken, dass wir dann vielleicht unsere zweite Stadt... Ich sehe hier einen Fluss. Eventuell würde ich auch mit dieser Position hier liebäugeln. Naja, gucken wir mal. Das überlegen wir uns nachher, wenn es soweit ist. So, haben wir die nächste Runde. Sagt denn der Ton zu dem Töpfer, was machst du mit mir? So, also wir haben jetzt die Keramik entdeckt. Jetzt können wir also Kornspeicher und den Schrein bauen und das ist dann auch das nächste Gebäude, was ich bauen werde. Damit wir eben ja mehr Glaubenspunkte bekommen und dann letztendlich relativ zeitig unser Dschungelpantheon gründen können. Oh, und hier ist ein Gegner und so wie ich das sehe, sind das die Shoshonen. Und die sind doch relativ nah dran. Das ist jetzt ein bisschen störend. Ne, Chief Pocatello. Inaen Hanibidena. Ne wasogo bahandi. Ja, wir grüßen dich auch, lieber Fürst Pocatello von den Shoshonen. Ja, sieht bei dir ein bisschen spartanisch aus, Junge, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du so auf Karneval stehst. Wobei, du bist als Indianer verkleidet. Also, könnte ja passen. Auf jeden Fall bist du natürlich herzlich nach Rio eingeladen, ja, um unserem Karneval beizuwohnen. Also, wir sind jetzt gerade auf die Shoshonen gestoßen. Die Shoshonen haben so eine Spezialeigenschaft, dass, also wenn sie neue Städte gründen, schon viel, viel mehr Felder in dieser Stadt haben. Also die Kulturgrenzen schon viel weiter ausgedehnt sind. Weshalb die Shoshonen einen am Anfang ja, ziemlich stark einschränken können in dem Bereich, in dem man sich ausdehnen kann. Und ja, das ist eigentlich nicht der Nachbar, den man sich wünscht. Aber gucken wir mal, wie man damit zurechtkommt. Gut, Handel kann man jetzt mit dem noch nicht so viel. Deswegen verabschieden wir uns. Also, mach's gut, Pocatello. Auf gute Nachbarschaft, ja. Ja, hier könnten wir uns gleich eigentlich mal um diese Barbaren hier kümmern. Oh, 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 oh. 2 Salz. Oh, das ist super. Da würde ich gerne hin, wirklich. Jetzt merke ich gerade, dass ich schnell den Kampf ausgeschaltet habe. Ich gucke mal kurz in den Optionen, ob ich das noch ändern kann. Ja, schneller Einzelspielerkampf. Ja, dann geht es einfach schneller. Die Animationen sind zwar ganz hübsch, aber nicht unbedingt spielentscheidend. Und nächste Runde. Oh ja, der hat hier schon seine Fährtenleser. Das ist so eine Spezialeinheit der Shoshonen. Oh ja, hier eine Stadt. Oh. Da muss ich dann doch relativ zügig auf einen Siedler gehen, glaube ich. Das lief in der letzten Aufnahme besser, auch was die Nachbarn angeht. Die waren nämlich um einiges weiter weg. Guck mal, der hat Wein, okay.
Ja gut, da wir selber ja eher defensiv spielen, viele Dschungelgeländerfelder in unserem Reich auf jeden Fall haben werden, werde ich die Einheiten ja meistens auf Drill drillen. Ja, weil uns das einfach einen Kampfbonus auf unwegsamem Gelände gibt. So, jetzt würde ich den erstmal kurz ein bisschen heilen lassen, nicht dass hier dann ein zweiter Barbar spawnt aus dem Camp und uns dann kaputt macht. Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Ja, mit unserem Speer, wenn wir dann langsam wieder nach oben ziehen, dann mal gucken, was uns hier nördlich von uns so erwartet. Nicht, dass da auch noch sich jemand eingenistet hat. So. Oh ja, jetzt ist hier ein zweiter gespawnt. Ich hatte es fast geahnt. Hätten wir jetzt nicht rechtzeitig geheilt, hätte das in die Hose gehen können. So kommen wir mit den beiden, glaube ich, ganz gut zurecht. So, jetzt bauen wir noch unseren Schrein, damit wir unser Pantheon bekommen. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Okay, jetzt haben wir die Tierzucht erforscht. Das heißt, wir können jetzt, oder wir sehen erstmal Pferde auf der Karte. Das ist eine strategische Ressource, die man eben braucht, um spezielle Militäreinheiten zu bauen. Dann können wir Weideland errichten. Das heißt, wir könnten auch hier unten jetzt die Schafe dann anschließen. Wir können Handelswege gründen, zunächst mal einen und eben Karawanen bauen. Okay, ja gut, mit dem wollte ich nach oben ziehen, ne? Gut, der hat jetzt hier schon einen Bautrupp. Jetzt gucken wir mal, dass wir den hier kaputt kriegen langsam. Oh, das hier unten ist so eine geile Pose, jetzt sind hier auch noch Pferde. Boah, also da muss ich unbedingt hin, das hilft nichts. Könnte ich natürlich auf Unabhängigkeit spielen und mir dann den Gratis-Siedler holen, aber nee, ich möchte das jetzt eigentlich schon hier mit den hängenden Gärten und so weiter machen. Also ich habe jetzt Tradition eingeführt, wie gesagt, das ist eher so für kleinere Reiche mit 4 Städten. Wenn man das einführt, gibt es erstmal 3 Kulturen in der Hauptstadt und wir können jetzt eben die hängenden Gärten bauen, wenn wir die Technologie erforscht haben. So, gehen wir in die nächste Runde. So, machen wir die mal weg. Oh, hoffentlich macht er mich jetzt nicht hier kaputt. Das wäre jetzt ärgerlich. Gut, aber wir sind im Wald. Das gibt dann einen Defensivbonus. Oh. So, Rio ist wieder um einen Bürger gewachsen. Können wir mal gucken. Können wir uns dieses Feld hier kaufen? Ja. Ansonsten würde ich sagen... Schauen wir mal. Plus 1. Ja, das machen wir mal. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen stärker produzieren, damit wir dann auch unseren Siedler bekommen nachher. Oh, mach mich bitte jetzt nicht kaputt hier unten. Ja, Gott sei Dank. Gut, den können wir jetzt hier dann verschanzen und heilen lassen. Ja, hallo, Dido von Karthago mit der seltsamen Sprache. Ihr seid natürlich auch recht herzlich zu unserem Karneval eingeladen. Ihr steht, so wie es aussieht, ein bisschen mehr auf die klassische Variante, was Kostüme angeht. Ja, aber Frauen sind ja bei brasilianischen Karnevalsfestivitäten immer herzlich willkommen. Okay, also wir sind jetzt auf Karthago getroffen mit Dido oder Dido. Naja, wobei, wir lassen es mal deutsch, Dido. Was die jetzt Spezialfähigkeiten hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, müsste ich nachher mal nachgucken. Auf jeden Fall, in meinen bisherigen Spielen habe ich die eigentlich als, ja, so eine kleine kriegstreiberische Braut kennengelernt. Also ich sehe schon, wir sind jetzt von lauter super Nachbarn umgeben. Besser könnte man sich's gar nicht wünschen. Auf Wiedersehen, liebe Dido. Jetzt gucken wir doch gleich mal nach, was die hier kann. Gehen wir in die Zivilopädie. Hier oben. Ah, Dido. Nein. Ach nee, das ist hier nur zufällig, dass hier das Bild ist. Karthago. Okay, ja, die kann natürlich diese Elefanten bauen. Das Karthago, klar. Dann noch ein spezielles Schiff. Also hat ziemlich frühe Militäreinheiten.
Ja, das könnte gefährlich werden. Ansonsten, alle Küstenstädte bekommen einen kostenlosen Hafen. Nach dem ersten großen General können die Einheiten Gebirge überqueren. Also typisch karthagisch und alles sehr militärisch. Das freut mich natürlich nicht. Und wir haben eine Naturwunde entdeckt. Den Berg Sinai, gibt natürlich extra viel Glauben. Ja, liegt jetzt aber ein bisschen zu weit weg vom Dschungel, als dass wir uns den einverleiben möchten. Und ja, so auf Religion spielen brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach mal ja, Schluss für heute. Also ich lege hier ein kleines Päuschen ein und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Oberkommando, wir spielen Civilization 5. Ich hoffe, euch hat es ja Spaß gemacht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder zuschaut. Macht's gut und Servus!